Ja, dazu müsst ihr euch natürlich in eurem Konto anmelden und auf Google Drive gehen. Dann geht ihr hier auf das Zahnrad drauf und hier habt ihr die Funktion Drive for Desktop herunterladen. Und genau den Schritt machen wir jetzt einmal und laden das herunter. Jetzt wird es hier gleich heruntergeladen. Wir warten kurz den Schritt ab. So, fertig ist das Ganze. Einmal die Setup-Datei ausführen. Das Ganze wird installiert. Verknüpfung auf den Desktop hinzufügen mache ich auch gleich. Also einmal installieren das Ganze. So, jetzt habt ihr eine Google Drive-Verknüpfung hier auf eurem Desktop. Die einmal öffnen. Jetzt starten. Dann wichtig, hier nochmal mit euren Zugangsdaten anmelden. So, dann gelangt ihr hier im Browser. Dort müsst ihr jetzt nochmal hier auf Anmelden klicken. Und jetzt ist Google Drive fertig angemeldet. So, dann hat sich automatisch bei mir hier dieses Fenster geöffnet. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, dass die Bilder synchronisiert werden oder die Videos. Ja, oder ich füge irgendeinen anderen Ordner hier von meiner Festplatte hinzu, welches automatisch mit Google Drive synchronisiert werden soll. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel auch meine Ordnerstruktur öffne, sprich meinen Windows Explorer, dann sehe ich hier, dass ich nicht nur meine Festplatte auswählen kann, sondern als Laufwerk jetzt hier auch Google Drive habe und hier meine ganze Ablage entsprechend sehe und darauf zugreifen kann und jetzt zum Beispiel auch irgendwelche Sachen hier so gleich reinziehen.